Corona-Krise, Artenschutz und Klimawandel. Das waren die Schwerpunkte der diesjährigen Fachtagung Fischerei und Teichwirtschaft to go. Zwei Tage lang war die Freie Wähler Landtagsfraktion dazu in Franken und der Oberpfalz unterwegs. Vier Teichwirte und Fischereien haben die Abgeordneten besucht und dabei viel über die Probleme vor Ort erfahren. Ebenfalls mit dabei der Präsident des Verbandes Deutscher Binnenfischerei und Aquakultur, Bernhard Verneis. Mit ihm diskutierten die Abgeordneten über Möglichkeiten der Vernetzung auf professioneller Ebene. Wir haben nichts Vergleichbares, wo wir mit Abgeordneten so kompetent, mit auch so einem fachlichen Hintergrund sprechen können und wo tatsächlich auch nicht nur gesprochen wird, sondern tatsächlich anschließend auch was passiert. Ebenfalls ganz oben auf der Agenda, der direkte Draht nach Brüssel. Denn die Freien Wähler wollen wissen, was Europa für die Fischerei und Aquakultur konkret tun kann. Deshalb nahm auch Ulrike Müller, Freie Wähler Europaabgeordnete und Mitglied im EU-Agrarausschuss, an der Tagung teil. Wir diskutieren hier mit Fischereivertretern, mit Fischereiverbänden und mit Praktikern tatsächlich über die Situation in der Fischzucht. Und wir diskutieren nicht nur über direkte Probleme, sondern auch, wie wir die Vernetzung zu Europa herstellen können und was wir auf europäischer Ebene tatsächlich für unsere Fischerfamilien tun können. Doch nicht nur Brüssel, auch München stand im Fokus der Beratungen. Denn neben dem Austausch geht es den Freien Wählern auch darum, die Förderung für Aquakulturen neu auszurichten. Dem Oberpfälzer Abgeordneten Tobias Gotthard ist eine Frage dabei besonders wichtig. Wie können Teichwirte aus dem Landtag heraus wirksam unterstützt werden? Es ist klar, dass die Kulturlandschaft, die wir haben, diese Einzigartigkeit nur erhaltbar ist, wenn die Teiche auch weiterhin bewirtet werden können. Und deswegen brauchen wir eine Politik, die auf die Bewirtschaftung ausgerichtet ist und keine, die auf die Stilllegung ausgerichtet ist. Das ist unser Ziel. Wir wollen eine Neuausrichtung der Förderung hin zu einer Förderung der aktiven Teichwirtschaft, wie wir sie hier haben. Die bayerischen Aquakulturen müssen weiter bewirtschaftet werden. Allein schon, um die Artenvielfalt und die Biodiversität zu erhalten. Dass trotz der widrigen Umstände durch Corona so viele Teichwirte an der Fachtagung unterwegs teilnahmen, freut die Initiatorin Gabi Schmidt, stellvertretende Vorsitzende und fischereipolitische Sprecherin der Freie Wähler Landtagsfraktion, ganz besonders. Es ist schon absolut faszinierend, was unsere Deichwirte leisten. Schauen Sie sich diese herrliche Kulturlandschaft an und wie schwer sie es oft haben. Und die Prädatoren machen eines aus, der große Verwaltungsanteil macht eines aus. Und dass das eine wahnsinnig aufwendige Arbeit ist, hier die Weihe zu besetzen, abzulassen, die Pflege zu machen, diesen Artenreichtum hier zu gewährleisten. Dafür allen herzlichen Dank. Aus der Tagung nehmen die Freien Wähler neues Wissen und viele Ideen mit nach Hause, die in den kommenden Monaten Eingang in parlamentarische Initiativen finden sollen. Denn klar ist, Artenschutz und naturnahe Lebensmittelherstellung ist eine Kombination in Bayern, die nachhaltig unterstützt werden muss.